Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Morrowind. Im letzten Part habe ich Saprius Encius eskortiert, und zwar nach Ebenherd zu Frald, damit die Ordinatoren ihn nicht platt machen. Ja, und da habe ich jetzt noch einige Rüstungsteile und auch Gegenstände liegen, weil ich ja ein hoffnungslos überfülltes Inventar hatte. Das werde ich jetzt allerdings alles abholen und hier nach Caldera bringen. Denn es ist ja schlecht, wenn die ganzen Sachen in der Welt verstreut liegen, nicht wahr? So, reisen wir erstmal noch. Wir weg. Ja, das ist gar nicht schlecht. Da komme ich ja relativ schnell hin, fällt mir gerade auf. Von hier kann ich schon laufen. Die Arena war, glaube ich, das erste Ziel. Und das zweite war die Halle der Gerechtigkeit. Da haben wir auch noch was liegen lassen. Und ich überlege gerade. Genau, wir haben ja noch die Sachen von den Legionen irgendwo rumliegen. Die werde ich dann also auch noch abholen. Und danach geht es wohl weiter und ich denke, dann wird es nicht mehr so lange dauern, dann sind wir das Oberhaupt der kaiserlichen Legion. Dürfte es ja, weil so viel Zeit dürfte das nicht mehr in Anspruch nehmen, denn wir haben 4 Auftraggeber bereits abgeschlossen und noch einer fehlt und das ist dann der Oberbefehlshaber. Ja, und jetzt werden wir erstmal schauen, wo die ganzen Gegenstände noch lagern. So. Ich denke mal, es wird so 1 bis 2 Parts in Anspruch nehmen, denn ich glaube kaum, dass ich das in 10 bis 15 Minuten hinkriegen werde, hier die ganzen Gegenstände aufzusammeln und anschließend noch hier in Caldera zu lagern. Abgesehen davon werde ich natürlich auch noch die nehmen von, Moment, wo ist es jetzt nochmal? Gnises, richtig. Von Gnises und Aldruhen, und das dauert natürlich auch nochmal etwas länger. So, dann befinden wir uns schon hier oben. Hier will ich erstmal in die Bodensektion. Ich glaube, da waren verschiedene Dinger, unter anderem Silberteller. Die sind gar nicht mal so leicht, aber die sind natürlich auch etwas wert. Kanäle, genau, hier war ich richtig. Und der Typ dürfte jetzt auch wieder ansprechbar sein. Richtig, der wird uns nicht mehr töten wollen, weil wir ja keinem mehr zur Flucht verhelfen. Zumindest nach deren Ansicht. Eigentlich weiß ich ja noch nicht mal, was der wirklich gemacht hatte, der Typ. So, und zwar hier die ganzen Ordinatoren-Sachen, selbstverständlich. Die werde ich natürlich mitnehmen, das ist unglaublich wertvoll. Das hier einfach liegen zu lassen wäre mehr als töricht. So, die Sachen kann ich allerdings mit gutem Gewissen da liegen lassen, wo sie sind. Genau, hier war das mit dem Kalkstein, richtig. Und die Silberteller, so, jetzt habe ich schon mal... was? Einiges mehr. Ich dachte jetzt, es wäre ein bisschen weniger. Okay, das übersteigt meine Vorstellung, die ich hatte, wie viel es doch sei vom Gewicht. Ach du Scheiße, ich bin jetzt schon überladen. Ja, dann werde ich definitiv nicht in 10 Minuten hinkommen. Also ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass ich wenigstens alles von der Halle der Gerechtigkeit und dem Ort hier wegkriege, aber offenbar ist dem nicht so. Tja, das werde ich sowieso erstmal ablegen und das hier anziehen. So. Ach du Kacke, meine Güte. Naja, gut, kann auch mal vorkommen. Dann werden wir halt nochmal zurückreisen müssen. Dauert halt ein bisschen, aber naja, was soll man tun? So, definitiv ist es Geld wert, das weiß ich. Denn, ich meine, 2 mal 7000 alleine, das lohnt schon. Okay, nee, wir müssen diese Richtung nehmen. Und ich hoffe mal, dass der Scamp dann auch in absehbarer Zeit wieder Geld hat, damit wir ihm gleich wieder Sachen verkaufen können. Momentan haben wir ja 54.000. Ja, das geht. Das ist nicht wenig. Aber es ist natürlich auch noch nicht allzu viel. Da ist wieder schon das Fremdenviertel. Ach ja, genau. Jetzt weiß ich, warum das so lange gedauert hatte. Wir hatten ja Saprius Encius hinter uns herrennen und da mussten wir einen Weg runterlaufen und so. Und hier kann ich das alles ganz schnell abkürzen. Das ist natürlich wesentlich komfortabler und schneller. So, hier bin ich das jetzt mal durchgeglitscht. Glaube ich, dass es diese Brücke war. Ich kann mich auch erinnern, dass es eine andere gewesen ist, aber ich meine, es war die. Hier erstmal wieder hoch. Ja, was soll ich hier großartig zu sagen? Ihr kennt Vivek bereits, aus mehreren Folgen natürlich. Und ja, das Einzige, was ich hier tun werde, ist die Sachen ranholen. Aber alles gehört zum Spiel, deswegen ich werde niemals irgendwas offscreen machen. Es sei denn, es gibt irgendwelche Sachen, die mich sowas von abfacken, dass ich dann irgendwie keine Lust mehr habe. Also das LPs werden sowieso zu 100% immer zu Ende geführt. Alle, die ich anfange, die werden auch beendet. Was war das gerade? Jedenfalls jeder, die ich auch ankündige. Und auch natürlich schon angefangen habe, aber... Rausschneiden wird wirklich nur im Extremfall gemacht, wenn irgendwas aus Versehen total schief gegangen ist oder so.
Aber sonst niemals. Wenn ihr etwas so, schließlich gehört das alles zum Spiel. Und wenn ihr das privat macht, ist es auch gar nicht so eintönig, wie das jetzt vielleicht aussehen mag. Denn ich meine, ich gehe zwar nur von einem Ort zum anderen, aber ihr müsst auch bedenken, da lagere ich dann richtig Kohle. Und es freut natürlich auch, wenn man nachher richtig viel Geld hat. So, nicht umsonst gibt es das Sprichwort, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. So. So, wer auch immer da zu weit gegangen ist und entehrt vor dem Rad stehen wird, mir ist es egal. Hi, solange ich es nicht bin, aber nein, ich bin keine Weibliche. Deswegen passt das schon so. Haus Gorak. Jetzt sind wir schon hier. Ach ja, richtig. Ich wollte ja was kaufen. Klar doch. Habe ich nicht hier noch was liegen? Natürlich, durch meine grandiose Vorbereitung, dass ich ja noch ein paar gekauft hatte, habe ich selbstverständlich noch ein paar Sachen hier liegen. Wie konnte ich das nur vergessen? Warum lassen die sich nicht stacken? Das ist eigenartig. Die sind doch genau dieselben. Dumm. Ja, die auch nicht. Naja, egal. Ich glaube, ich werde die alle mal nehmen. Dann stackt sich das eventuell. Ja, das tut es sogar. Warum stacken sich die Helme nicht? Das gefällt mir nicht. Naja. Den dahin, den dorthin und den hier. So, jetzt haben wir drei Brustharnische. Die stacken sich offenbar genauso wenig. Was mich ein bisschen ankotzt gerade. Warum? Das ist ein bisschen seltsam. So, dann die zwei Schilde. Na, hier hin. So, genau. Den Brustharnisch, ja, ich glaube, den werde ich auch mal ablegen. Denn den brauche ich ja momentan nicht. Den werde ich dann später noch irgendwie wieder mitnehmen. Aber momentan ist es unnötig. So, dann natürlich die Schulterplatten. Ich wollte jetzt schon Brustharnische sagen. Nein, das sind natürlich die Schulterplatten. Und die Stiefel, klar, auch. So, jetzt müsste ich alles weggelegt haben. Bis auf das Teil, das werde ich hier ablegen und dann nachher wieder mitnehmen. Wie ich die auch 29 und ist somit sehr schwer. Hier ist noch ein Kalkstein-Tablett, dann werde ich hier auch die ganzen Geschirrer nebenpacken. So, unter anderem das und die ganzen Silberteller, die sind ja auch extrem schwer noch. So, ja, dann klappt das schon mal wunderbar. Das wiegt ja sowieso gar nichts. Stimmt, ich habe hier noch ein paar Lehrbücher, die ich noch ablegen kann. Unter anderem den Todesstoß für Abananit, Palabuch 1 und Palabuch 2. Was haben wir noch? Ein Spiel bei Marquette, die sind aber aufgeschlagen, das gefällt mir nicht. So, zweite Saat, Wirk Lektion 4. Scheiße, wo ist das jetzt gelandet? Fae-Folgen kann ich jedenfalls noch ablegen. Spiel mit dem Markett, ja. Wo ist das Buch? Da ist es. Ja, werde ich hier hinlegen. So, komm. Dahin. So, Bücher wiegen ja auch schließlich etwas. Und mir ist aufgefallen, ich habe hier noch ein Amulett, was ich auch hier hinlegen kann. Und das ist hier. Und übrigens habe ich hier noch einen Dunkeltrank, den ich auch noch nicht verkauft habe. Zum Beispiel so einen. Ja, passt sogar ideal. Besser geht's doch nicht, oder? Ne. So, Auftrieb und Genesungstränke habe ich jetzt nur noch. Das kann ich eigentlich alles so lassen. Wobei ich einen von den beiden Amuletten hier hinlegen könnte, weil das wiegt auch nur unnötig. Naja, die Lehrbücher kann ich jetzt erstmal lassen. Jetzt habe ich extrem wenig Gewicht hier im Inventar. So. Stimmt, dann werde ich jetzt einmal hier hingehen und etwas kaufen. Ja, ihr glaubt es kaum, ich kaufe etwas. Richtig, das ist mir nämlich auch noch eingefallen. Das werde ich hier tun. Bei Ihmchen. Und zwar werden wir erstmal diesen dämlichen Ring verkaufen. Keine Ahnung. So, den hatte ich schon immer mit. Und dann werden wir hier ein Propylon kaufen. Von denen hatte ich euch mal erzählt. Und die werden wir jetzt natürlich nehmen. So, ich frage mich, ob es sich lohnt, wenn wir den ein paar Drachen zustecken. Eins. Komm, einmal noch, war klar. Ja. Ach komm schon, mach keine Kacke. Ja, es hat sich jetzt garantiert gelohnt, muss ich schon sagen. Ich habe ihm 100 Drachen in den Arsch gestopft und dafür kriege ich jetzt vielleicht 20 Drachen Ermäßigung. Nee, das lohnt sich keineswegs. Da werde ich neu laden müssen. Zwei oder dreimal, dann sollte das klappen. Ey, warum rennst du weg? Das war sehr schön, dass es so geklappt hat. Für 10 Drachen natürlich, 13 Charisma ist nicht schlecht. Was wünscht ihr denn? Ja, das war voll der Scheiß eigentlich. Ah, geil, geil, richtig gut, natürlich. Das werde ich selbstverständlich hinnehmen. Ich will auf jeden Fall Gegenstände nicht über dem Wert kaufen. Das widerstrebt mir ziemlich.
weil das eigentlich nur Abzocke ist und das habe ich nicht vor, sowas zu machen. Wie viel hast du jetzt? Ja, natürlich. Komm. Ach komm, ey. Meine Güte, das wollte ich schon gar nicht so kaufen. Nee, dann werde ich immer 59 Charisma lassen. Das reicht dann. Und dann ist das schon okay. So, ich will jetzt auch nicht allzu viel Zeit damit verschwenden. So, gib her. Ja, toll. Auf jeden Fall mit 495 oder so. Ich will unmöglich für den Preis kaufen. Ja, ich glaube, da hätte ich noch mehr sparen können. Ist mir jetzt auch egal. Wo ist das Ding? Da, ja. Ich habe genug Kohle, da kann ich mir sowas leisten. Gut, haben wir das schon mal. Ich meine, auf die 500 kommt es jetzt auch nicht an. So. Und dann werde ich den Propylon einmal... Gute Frage, wohin legen? Ich würde mal behaupten, hier. Hier neben das Ding dorthin und den Propylon da. So, das passt doch super. Ja, das sieht man einigermaßen. Ich hoffe, dass ich ihn niemals vergesse oder so. Gut, dann habe ich den auch schon. Weiter geht's. Jetzt werde ich das von der Halle der Gerechtigkeit abholen. Die Ork-Rüstung unter anderem. Hier ist manchmal ein Texturflimmern. Das gefällt mir nicht. Das ist auch im Originalspiel nicht. Muss auch mit der Aufnahme zusammenhängen. Jetzt habe ich einmal ein Stück aufgehabt. So. Ich habe nicht viel Zeit. Ja, natürlich. Ich habe auch nicht viel Zeit. Ja, ich weiß doch. Und jetzt nach Vivek und ganz schnell hin. Sit. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob der Kriecher wieder Geld hat. Ich glaube aber nicht. Und ich bin wieder auf den Kopf gesprungen und sogar weitergekommen. Super. Das klappt ja wunderbar. Okay. Und ich merke schon, ich kann ziemlich schnell springen mittlerweile. Ist mir mal so mittlerweile aufgefallen. Warum soll ich zweimal mittlerweile in zwei Sätzen? Das ist irgendwie dämlich. So. Nein, da lang. So. Hops, hops, hops. Hui. Na komm, das wirst du ja wohl schaffen, oder? Nein, ich bin jetzt doch nicht tot. Ich dachte schon, das wäre fatal gewesen. So, und jetzt zur Halle der Gerechtigkeit. Da habe ich ja alles ausgeräumt bei Arena. Das heißt, da brauche ich mir auch nichts mehr merken. Jetzt geht es auf zur Halle der Gerechtigkeit. Und ich glaube, das habe ich jetzt schon fünfmal gesagt. Aber es ist mir einfach nur egal. Wie weit ist sie weg? Ja, geht. Hälfte habe ich schon. Ich glaube, ich werde mal das einzige Mal in diesem LP wahrscheinlich das Boot vom Tempel dahin zurücknehmen, weil ich will jetzt selber relativ schnell die Sachen holen. Soll ich den Part lang machen? Nein, ich werde ihn nicht so lang machen. Ich will ja eh wieder meinen 12-Minuten-Schnitt angleichen, sonst kriege ich die Parts mit 20 Minuten Länge nachher nicht mehr hier geabt, weil die einfach nur abartig lange für den Upload brauchen und nee, das soll ich jetzt auch nicht vor. Deswegen 12 Minuten hat schon so seinen Zweck. Okay. Da ist es schon. Und der Gang ist auch direkt auf unserer Seite. Jetzt darf ich nur durch den Bogen glitschen. Das wäre mir aber in dem Fall auch egal. Da würde ich es eben mit einem kleinen TCL korrigieren. Ich denke, das ist erlaubt. So. Richtig, das war hier lang und jetzt links, oder? Meine ich schon. Ja, Gesetzeshallen. Da liege ich ja gar nicht mal so falsch. Jetzt hier. Ja, tschüss. Huch! Ich dachte, das war... Ja. Ich nehme mal eben die Sachen von eurem Kollegen. Ich hoffe, ihr habt da nichts gegen. Nö, bestimmt nicht. Das ist eigentlich auch nicht wenig wert. Ich glaube, ich kann das alles nehmen, was er hat oder hatte. Ach nee, das nicht. Okay, aber das hier, das, das, das und das. So, jetzt hat sich's bestimmt gar nicht gelohnt. Nein, ich hätte im Russland schon mal mitnehmen können. Was ist denn hier noch drin? Nichts. Ja, okay, dann werde ich die Sachen irgendwie liegen lassen. Ich weiß nicht. Werde ich? Nee, ich packe die hier hin. Sieht stylischer aus. So, ja, das sieht doch wunderbar aus. Okay. Hier hin. Ich glaube, hier werde ich auch nie wieder hin zurückkommen, aber ist mir egal. Ah, ich glaube, mit dem Gewicht kann ich sogar noch was von Aldrun abholen. Sollte möglich sein, ja. Hier ist der Bootstyp, von dem ich gerade noch sprach. Mit dem werde ich jetzt reisen zur Arena. Richtig, zwei Draken. Und von hier dann... Hopp, 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 hopp. Nach dem fremden Viertel. Genau. Für fünf Draken bin ich jetzt extrem schnell hier. So, das sind diese innerörtlichen Boote, sag ich mal, diese Schnellverbindungen. Die finde ich eigentlich gar nicht schlecht, aber naja, so muss man die jetzt nicht benutzen. Ist da irgendwas kaputt von muss, oder? Nein, gar nichts kaputt. Das überrascht mich. Aber naja, warum nicht? Waren das nur diese Dinge? Ich glaube. Und den habe ich schon repariert. Okay. Schön. Dann, ich bin immer noch nicht komplett gesund, nicht wirklich. Aber es ist mir in dem Fall jetzt auch egal. Dann werde ich jetzt noch eben zur Magiergilde eilen.
Und ich denke mal, nachdem ich in Altruhen bin, werde ich den Part beenden. Sollte auch nicht mehr allzu lange dauern. Ja, und da ist die Akrobatik schon auf 72 gestiegen. Ich glaube, das merkt man, dass ich extrem weit und schon springen kann, verhältnismäßig. Denn die Akrobatik beeinflusst das natürlich in großem Maße. Die Athletik ist natürlich für die Schnelligkeit zuständig, wie schnell wir uns bewegen. Und ich glaube sogar dafür, wie schnell unsere Ausdauer leer geht bei der Bewegung, wenn wir uns zumindest schnell bewegen. Hier ist die Magiergilde schon, wir sind von der richtigen Seite gekommen. So. So ein Ansprechen hatte ich auch noch nicht. Ich kann darüber immer wieder lachen. Das ist so schön. Ja, Altruhen, da wollte ich hin. Gut, jedenfalls würde ich sagen, das war's für diesen Part. Und hier sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.